Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Kingsloot Unboxing. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Kingsloot, sie ist nicht zu, weil ich habe beide Boxen. Da unten steht noch die Legends Box, die packe ich dann an anderer Stelle aus. Und um das ein bisschen einfach zu halten, haben die mir dann beides zusammen in einem Karton geschickt. Deswegen sind die jetzt nicht zugeklebt. Brauche ich das gelbe Messer also nicht. Ich kann sie direkt aufmachen und reingucken. Ich bin so gespannt. Yay! Das kann ich noch nicht als erstes rausholen. Das darf ich nicht. Wir haben... okay, das kommt mir sehr bekannt vor, dieses Item. Und zwar ist das... Ich muss das aufreißen. Schaut mal. Wir reißen das jetzt auf hier. Wenn wir es dann aufgerissen kriegen. Aufreißen. Ist immer schön, was aufzureißen. Wir haben ein Assassin's Creed. Ne? Hier. Da, ihr kennt das, ne? Dieses... Ne? Das Symbol der Assassinen. Und dann ist das hier so ein, kann man so abmachen, dann hat man hier so ein Armband, ne? Das passt sogar mir. Gerade so. Ah, Haut eingeklemmt. Ne, es geht, also ich kann es sogar tragen. Hier, schaue ich das an. Das ist ein bisschen geiler Macker. Ne? Ich sagen, yo, is yo. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber ich kenne es schon. Ich habe das schon mal irgendwo drin gehabt. Ich weiß gar nicht wo. Irgendwo war das schon mal drin. Das ist aber nicht schlimm, weil das ist ein ziemlich gutes Ding. Also das ist ein richtig cooles Armband, das ich jetzt hier wieder nicht wegbekomme. Ach Mann. Ja, ja, da müsst ihr jetzt durch. Ich will das hier jetzt... Ordnung muss sein. Da kommt der Monk in mir durch. Ne? Das ist natürlich auch wieder fast falsch, glaube ich. Egal, das kommt auf jeden Fall wieder weg. Das ist ein witziges Item. Mag ich gern. Gefällt mir gut. Diese Armbänder sind eigentlich ganz cool. Ich habe das nun schon. Aber das ist ja nicht schlimm. Das kann Kingsloot noch nicht. Was haben wir jetzt als nächstes drin? Wir haben das und das. Ah, Double T-Shirt Munch. So. Ist so früh am Morgen. Ich bin noch nicht. Eigentlich ist das gar nicht so früh, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben offensichtlich zwei T-Shirts. Ich mache mal das hier auf und es ist in einer wunderschönen Plastiktüte. Ne? Direkt für den Hausgebrauch. Da könnt ihr wieder eure Schweinshaxe einfrieren. Ne? Total gut. Obwohl, diesmal steht sogar XXL drauf, also nur für sehr großes Fleisch gedacht. Was haben wir denn hier? Das ist B&C Collection. Und wir haben, ihr dürft es als erstes sehen, was ist das? Was war denn überhaupt das Thema? Das Thema war Warrior, glaube ich, ne? Was haben wir hier? Oh ja, das ist definitiv ein Motiv zu Mortal Kombat. Ne? Mortal Kombat, kennt ihr. Und wir sehen hier einmal Sub-Zero und Scorpion. Fight! Get over here! Ihr kennt das, ne? Ja, ich habe das damals synchronisiert. Damals, ich. Im ersten Mortal Kombat war ich das noch. Finde ich cool. Also ich mag das Motiv, gefällt mir ganz gut. Schön simpel gestaltet, so, ne? Im Prinzip in 2,5 Farben, ne? Ganz cool, gefällt mir gut. Und es ist so warm, warum ist das so warm, ey? Der Postbote das vorher lange auf dem Arm gehabt. Also heute ist mein Paket echt warm. Sonst kenne ich das ja immer nur so, wenn das von draußen kommt, vom Paketboden, dass das arschkalt ist. Aber diesmal ist es relativ warm. Das andere T-Shirt zeige ich euch mal noch nicht. Ja, ich habe es zwar jetzt schon verraten, dass eins drin ist, aber ich zeige es euch nicht. Wir haben noch mehr zu Assassin's Creed. Und das ist ein, was ist das? Ein Schlüsselanhänger oder was? This is not a toy auf jeden Fall schon mal. Es ist kein Spielzeug, was wir hier haben. Es ist etwas anderes. Es ist ein Bioworld-Item und es ist auch wieder hier diese Büroklammer sozusagen. Das ist dieses Teil zum Büroklammern rausziehen, ne? Also zum Klammern rausziehen. Nein, das ist doch das Assassin's Creed-Zeichen. Ihr kennt das doch, diese Klammer da. Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Hintergrund nicht, warum das so aussieht, wie es aussieht. Aber ich finde, es ist ein sehr cooles Symbol und das hier ist ein sehr cooler Schlüsselanhänger. Ich finde sowas immer genial für Koffer und so, für Taschen. Also ich habe einen in dieser Art mit diesem kurzen Ring dran tatsächlich bei mir an meinem Reißverschluss für meine Batman-Tasche, die ihr ja alle kennt. Ne? Und da kann man die sehr gut dran machen, dann kann man da viel besser den Reißverschluss auf und zu machen. Finde ich sehr cool. Wird auf jeden Fall Gebrauch finden. Gutes Item. Jetzt haben wir schon zweimal Assassin's Creed Warrior. Ja, kann man machen. Ne? Mortal Kombat Warrior, das nehme ich auch so hin. Und jetzt haben wir hier tatsächlich etwas drin, was ich eigentlich auch ziemlich geil finde. Das ist eine Amiibo-Figur. Das finde ich deswegen geil, weil ich habe keine einzige davon bis jetzt. Und die hier ist eigentlich sehr cool, weil es hat tatsächlich was mit Warrior zu tun. Denn es ist erstens Super Smash Bros. Und es handelt sich um Dingenskirchens von Super Smash Bros. Steht da irgendwie drauf, von wem das ist? Verdammt nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wer das genau ist. Ja, Schande über mich, tut mir leid. Also da muss ich echt passen.
Der sieht auf jeden Fall sau cool aus. Roy, ist das Roy? Heißt der Roy? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall eine von den Amiibo-Figuren ist und die kann man benutzen, wenn man die in bestimmten Spielen dann irgendwie in die Nähe der Konsole hält oder so und dann passiert irgendwas. Habe ich noch nie gemacht. Ich finde diese Figuren trotzdem cool. Guck mal an, wie der aussieht, der Kollege hier. Ne? Bin ich mal gespannt, ob es da unterschiedliche gab und ob ich jetzt hier diesen coolsten gekriegt habe mit dem geilen kaputten Umhang oder ob ich den nicht so coolsten gekriegt habe, ne? Weil es gibt natürlich da auch noch andere, so Mario und so weiter und so fort. Und jetzt ist hier eigentlich nur noch, zwei Sachen sind hier noch drin. Sehr cool. Pins, genau. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Mal war ein Pin drin, der auch ganz speziell für diese Box produziert wurde und das scheint tatsächlich auch hier wieder so zu sein und in diesem Falle ist es ein wunderhübsches kleines 8-Bit-Schwertchen. Na, kennt ihr. Na, wenn ihr damit durch die Gegend zieht, kann euch nichts mehr passieren. Ist aber sehr schön. Also das ist, ne, ein kleines, modisches, dezentes Accessoire, das ihr irgendwo dran klipsen könnt. Und dann seht ihr cool aus und jeder weiß sofort, das ist ein Nerd. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu dem T-Shirt. Das ist der Abschluss dieser Box. Und das ist natürlich, was heißt natürlich? Ich sage das inzwischen schon so, als wenn das selbstverständlich wäre. Das ist natürlich nicht. Das ist ein T-Shirt, das von mir stammt, jawohl. Ich habe ja immer das Glück, dass King's Loot und ich so auf einer Wellenlinie auch sind, ne? Und dass die das mögen, was ich so zeichne. Und deswegen kommt es vor, dass T-Shirts von mir designt in dieser Box drin sind. Und auch hier haben wir wieder eine wunderbare Plastiktüte. Ne? Wieder mit dem, ne, Symbol drauf, oben schön mit einem, ne, Zip-Verschluss. Kennt ihr? Für die Küche. Ideal. So, das T-Shirt. Ich muss mir erstmal selber angucken, wie das geworden ist. Ja. Ja. Ich gedenke in diesem T-Shirt den Kriegern aus der zweiten Reihe. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Als Fans von 80er Jahre Zeichentrickserien werdet ihr eure wahre Freude daran haben. Denn es ist ein T-Shirt für die Henchmen, die Gehilfen unserer liebsten Bösewichte. Wir sehen hier einmal Soundwave von den Transformers. Wir sehen Trapjaw von Masters of the Universe. Und wir sehen einen Fußsoldaten von den Turtles, Henchman for Hire. Und unten drunter sieht man noch die Waffen. Einmal von He-Man, das Schwert und die Axt. Sowie die Scythe von Raffaello. Nein, Raffaello. Geiles Crossover. Turtles und Raffaello. Nein, Raphael natürlich. Entschuldigt bitte. Das ist so warm. Warum ist das so warm? Ich finde, das ist schön weich. Und ich mag das Motiv. Ich bin selbst begeistert von meinem eigenen Motiv. Darf man das sein? Darf man stolz sein auf solche Sachen? Ja, ich glaube schon. Ich finde es geil. Ich feiere das. Ich freue mich total, dass es das wieder mal geschafft hat, in die Box zu kommen. Und ich glaube, das ist was, was man locker mal anziehen kann, oder? Wir haben uns da bewusst für entschieden, diese Variante in diesen strahlenden Blau zu nehmen, auf ein schwarzes T-Shirt. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Mir gefällt der Schriftzug, mir gefällt die Zeichnung. Ich bin selber sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Sehr schön. Das war's. Jetzt habe ich hier nur noch die Spoilerkarte, beziehungsweise, oh nein. Haha, das fühlt sich an, als wäre das ein etwas dickeres Magazin. Box ist leer, hier ist nichts mehr drin. Reden wir über die Spoiler. Ich gucke mir das mal an, weil ich habe da unten ja noch die Legends-Box stehen und die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, na, an anderer Stelle. Und ich habe irgendwie gehört, das hatten die auch, glaube ich, in einem Interview erzählt, das ich gemacht habe, dass die an ihrem Lootbook was ändern und dass man dann nicht so leicht den Spoiler für diese andere Box sieht. Und das wollen wir gleich mal checken. Hier ist auch noch ein Item drin, das ich übrigens übersehen habe. Nein, es ist noch nicht verändert. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie so machen, dass ich das mir nicht angucke und euch auch nicht zeige. Das heißt, erstmal zeige ich euch den Print, der noch mit drin ist, den finde ich grandios, gefällt mir richtig gut, sieht total super aus, sehr schön gelungen, ja? Das kenne ich von irgendwoher, was ist das, worum geht es da, ist das hier Dark Souls oder sowas, ja? Und Link hat hier einmal, das klingt auf jeden Fall vertraut hier, ne? Könnte Dark Souls sein, ich bin mir noch nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall ein Crossover. Zwischen Link und Legend of Zelda und eben, ich glaube, Dark Souls. Aber schlag mich tot, ich weiß es nicht. Ne? Link ist natürlich auch ein Warrior und von daher passt das. Wir haben, ja, ich zeig's euch nochmal. Ja, wir haben diese zwei T-Shirts. Ne? Hier steht auch wieder Henchman by Silent Mike Premium T-Shirt 1995. Ne? Fire and Ice Premium T-Shirt
19,95 war das pro Item, ne? Kennt ihr. Dann gibt es die zwei Assassin's Creed Items hier. Ne? Ihr habt den Wooden Sword Kingpin Nummer 1. It's dangerous to go alone, take this. Auf jeden Fall. Wir haben die Roy, ist tatsächlich Roy von Super Smash Bros. Also es gab auch wohl nur den Roy. Und wir haben natürlich den Print hier mit drin. Und hier auf der Rückseite wäre jetzt der Spoiler für die Legends Box. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal noch nicht an. Na, wenn ihr die Legends Box gespoilert haben wollt, guckt euch doch bitte das andere Video an. Dürfte in ein paar Tagen auf meinem Kanal erscheinen, vielleicht sogar schon morgen. Ja, Überraschung. Ja, was sagt ihr zu der Box? Ne? Gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Box haltet. Ne? Wenn ihr so eine Box haben wollt, in der Videobeschreibung dürfte eigentlich ein Link sein, über den ihr das gerne bestellen könnt. Und jo, sagt mir mal, was ihr meint. Ne? Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten, wie gehabt, ein Abo, wenn ihr noch keins habt. So wird ein Schuh draus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, schönen Tag noch. Tschüss.